Wenn ich bedenke, hier gibt's was Ekelhaftes im alten Wald. Sehr Ekelhaftes. Und die Musik ändert sich. Unser besiegter Wolf im westlichen alten Wald. Okay, hier ist einmal wieder Eisen. Nehmen wir mit. Mal. Ah ne, diesmal kam kein Monster. Juhu! Neue Tat, der alte Wald. Ja, hier waren wir beim letzten Mal noch nicht. Ist also neu, was wir jetzt sehen. Verbrennen, du kleiner Wolf. Hier werden wir übrigens sehr viel Zeit dran verbringen. Ist schon Zweige, die brauche ich nicht. Das ist aber Silber. Nein. Gib mir mein Silber. Okay, gleich Pilz und noch ein schmackhafter Pilz. Ich stell mir gerade nur die Frage, wo die ganzen Viecher sind. Müssten hier Fledermäuse und so weiter sein. So. So viel mit dem Kohlkopf. Den brauchen wir ebenfalls. Da sind die Wurzeln. Ja. Okay. Es gibt seit, ich glaube, dem letzten Update, gibt es einige Probleme mit dem Spiel. Wie man merkt. Also es könnte auch sein, dass ich rausfliege zwischendurch. Es passiert immer öfter, dass man halt mal hier so festgefroren ist. So, jetzt. Ich weiß gar nicht, das hatten Mappa und ich jetzt, glaube ich. Obwohl. Hybrid? Ist das dein Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst? Oh, Mann, wie cool. Das ist gemein. Sehr gemein. Jetzt habe ich den Faden verloren. Der ist doch eine Eichenwurzel. Ich wundere, warum der alte Wald gerade einfach so mega hell ist. Müsste hier eigentlich dunkel sein. So. Der Ziege. Ich wollte nur mal sicher gehen, dass du wach wirst. Seh, ich würde dich aushalten, wenn ich schlafe. Ja, unglaublich, das ist fies. Das von meinem eigenen Mod, ey. Die brauchen wir auch. Genau, hier. Meine Ziege beschwert sich auch schon. Thank you.
nur kleine düstere Schwinge. Und wir brauchen natürlich noch mehr Fledermäuse. Und wir werden auf jeden Fall auf Stufe 19 kommen. Noch was Gutes. Nee, Punkte habe ich noch nicht. Okay. 6 von 12. Hälfte haben wir. Okay, den Baum habe ich noch nicht mehr jetzt abgegrast. Aber warte mal, ich kann dann einmal kurz... Nein, das ist falsch schon. Hier einmal hin. Muss nämlich einmal den Guide ganz kurz öffnen. Damit ich weiß, wie ich nachher gehen muss. Gleich. Warte, ich habe sogar einen falschen. Kann ich das einmal... Okay, warte mal. Ich habe nämlich tatsächlich einmal falsch geskillt. So. Warte. Jetzt bin ich zufrieden. Weil den Skill brauche ich nicht. Erstmal. Der andere ist erstmal wichtiger. Den Rest kann man dann am Ende immer noch machen. Und mir fehlen ein bisschen die Wölfe hier. Gewöhnlich sind hier auch ganz viele Wölfe. Aber schmackhafte Pilze gibt es ja noch. Das ist auch gut. Chris kann aber einfach mal raus, ne? Doch gar nicht. Okay. Die Quest für die Inni ist auch mit dabei. Oh, Erdbeeren. Das sind meine Erdbeeren. Ich brauche die Erdbeeren. Brauche ich dann nämlich erst zum Kochen. So, Master Pets, brauche ich dich? Ja. Auch 12 Mal. Und hier haben wir auch die Wölfe. Der alte Wald ist halt auch echt riesig. Also anfangs habe ich mich hier echt immer verlaufen. Passiert mir jetzt eigentlich nur, wenn ich hier lang laufe und hier unten. Also die Ecke, die kenne ich mittlerweile. Da bin ich oft genug jetzt rumgeirrt. Wenn ihr übrigens hier irgendwo leuchtende Blumen seht und ich sie übersehe, dann schreit, weil die brauche ich für das Buch der Taten. Man kann hier so Blumen finden. Da. Hier ist ein Blümchen. Ein Blümchen. Neben großen Bögenbaum. Ich weiß gar nicht, es sind glaube ich 8 oder 9 Blumen, die man finden muss. Ich habe noch nie alle gefunden. Ich glaube, das höchste waren 6. Ich weiß bis heute nicht, wo die letzten beiden sind.
Also, Ansporn, findet die Blumen. Und. Jetzt. Das sind Kartoffeln. Ich brauche noch die Kartoffeln. Taten. Okay, ihre Luen habe ich hier alles fertig. Auenland muss ich auf jeden Fall noch ganz viel machen. Große Weide. Doof. Oh ja, hier muss ich echt noch einiges machen. Postschnelldienst ebenfalls. Okay. Breland. Ja, 1 von 8. Na, mal gucken. Mit 10 Punkte, ne? Eigentlich nicht schlecht. Lohnt sich. Reißt du mich an, wenn ich in der Fuhre laufe? Nein. Sehr gut. Mein Ernst? Ich glaube, in den Hügelgräberhöhen gibt es auch den allerersten Dungeon. Wenn ich mich recht entsinne. Da kamen Kaya und ich damals nicht weiter. Da sind wir zu zweit reingegangen. Ganz schnell wieder rausgegangen. Rückwärts. Wobei wir, glaube ich, auch nur 2 DDs waren. Ich glaube, ich als Fernkampf. Und er, glaube ich, als Nahkampf. Und ich glaube, ich hatte, glaube ich, als einzige so leichte Heilfähigkeiten. Womit ich uns so leicht retten konnte. Aber ich glaube, wir kamen nicht weit. Wir sind dann ganz schnell wieder rausgegangen. Aber wären Versuch wert. Ja. Wenn wir alle so weit sind. In der Gilde. Jetzt einmal den Dorderik. Kann ich euch irgendwie behilflich Nein. sein? Künz, Hallo. Künst du nicht. Das brauche ich auch einmal. Die Hügelgräberhöhen sind halt auch echt mega cool. Und auch riesig. Und die sind noch riesiger als der alte Wald. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dafür damals gebraucht habe. Mir sieht sich aber bestimmt 19. Aber ich glaube, wir sind auch noch ganz gut dabei, was den Titel angeht. Den Nicht-Sterben-Titel. Sag mal. Dinge. Handwerkskunst, Herkunft. Sippe. Wachsamer. Ihr habt die 17. Stufe erreicht, ohne im Kampf bezwungen worden zu sein. Ja. Also ich darf nicht sterben. Die nächsten 2 Level darf ich noch nicht sterben. Danach darf ich. Aber ich darf mich hier nicht zu sehr übernehmen. Wobei, ist das Pferdegeräusch? So, gar kein Pferd ausgerüstet. Okay. Wolf und Bär suchen wir jetzt woanders. Hier sind sie doch einfach sehr rar gesät.
Grafikbug. Bug. Jetzt ist er weg. Nee, Eichenwurzel brauchen wir nicht. Wie ist das Schwingen? Knurrender Waldjäger. Ich brauchen wir. Eichenwurzel, Eichenwurzel, knurrender Waldjäger. Die Bären vermisse ich zwar, aber passt schon. Für 12. Nummer 10. Die Wölfe kriegen wir, wenn der Wolf dann nicht weiter in die Ecke verschwindet. Einmal. Dich holen wir auch einmal. Jetzt können wir uns um die Bären kümmern. Und wir müssen noch einmal runter zum Fluss. Kleiner Böhr. Die sehen auch schon so leicht abgefrackt aus, diese Bären. Ich glaube, die haben schon bessere Zeiten hinter sich. Geht's da eigentlich runter? Ach, ich glaube, da geht's zu den Bären. Ich glaube, da ist das Nest der Bären. Meine ich. Wir gucken einmal. Ja. Ja, hier sind die ganzen Bären. Aber ich glaube, hier gibt es keine Blume. Wenn ich mich täusche, dann dürft ihr mir das gerne sagen. Wenn es hier doch eine geben sollte. Hier spinnt das ganze Ding wieder. Ja, und so. Schönes Feuerchen. Ich hoffe nur nicht, dass es an meinem Internet liegt. Also ich weiß nicht, was nach dem letzten Update da schiefgelaufen ist, aber irgendwie... Hä? Irgendwas ist faul. Die geilsten war neulich, da bin ich von so einem Felsen runtergesprungen und stand erstmal eine ganze Weile in der Luft. Weil man sich dann wieder nicht bewegen konnte. Als sie unten ankam, war ich tot. Aber das war halt nicht mit dem Schwert, das war mit einem anderen. Ich glaube, das war mit meinem privaten Stufe 22er Schar. Ich bin, glaube ich, irgendwo auch in den Hügelgräberhöhen. Ja, also... Das Problem ist halt, ich kann mich halt, außer dass ich mich drehe, kann ich halt auch nichts machen, ne? So jetzt. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden. Ich
würde dir sagen, ich gehe in der Zeit kurz aufs Klo, aber ich weiß, dass wenn ich weg bin, dass ich dann erstmal auf die Nase kriege. Ja. Nichts irgendwo, aber deine Hände brennen. Ja, das soll so sein, Halper. Das ist eine neue Wärmetechnik. Damit bei uns Frauen, wir kriegen doch immer so schnell kalte Hände, ne? Und das sind halt so ganz, ganz besondere, ne? Handschuhe, damit die weiblichen Hände nie wieder frieren. Kosten nur 9000 Euro. Also. Ja, das Spiel hängt leider gerade. Beziehungsweise der Server. Ah, es geht wieder. Wendet die Technik mal bei den Füßen an. Vor allem hier für alle Männer. Tatsächlich, ich habe selten, wirklich selten kalte Füße. Da ist es tatsächlich umgekehrt. Frischet hat die kalten Füße. Er hat auch öfter kalte Hände. Meine Füße sind selten, selten kalt. Da bin ich immer ganz stolz drauf. Wenn alle immer sagen, boah, meine Freundin hat so kalte Füße. Und ich dann immer sage, haha, meine Besatz. Selbst wenn ich im Winter so hochhackige Schuhe trage, ohne Strumpfhose, ohne alles, und die sind halt offen. Ich habe dennoch warme Füße. Und das musst du einfach schaffen. Ich werde bis heute nicht ein bisschen kriegen. Irgendwie habe ich immer warme Füße. Meine Großmutter beneidet mich darum. Bei den Händen sieht es dann wieder anders aus. Es war häufiger, aber auch nicht so oft. Ne? Oder ich habe es, dass die eine Hand kalt ist und die andere warm. Wie jetzt zum Beispiel. Die Hand ist halt mega kalt und die Hand ist mega warm. Jetzt ist Frauen bekommen auch bei 45 Grad im Schatten kalte Füße. Ich frage immer nur, wie ihr das macht. Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich dir leider nicht beantworten. Wie gesagt, auf mich trifft das halt irgendwie. Mir ist halt auch allgemein selten kalt. Ich weiß gar nicht, war das gestern? Doch, gestern war das. Frisches hat mega gefroren, ist mit einem dicken Pulli und alles auch draußen rumgelaufen. Im Haus, trotz dass er halt geackert hat. So, und ich saß mit T-Shirt, ohne Socken, saß ich draußen auf der Terrasse, hab mehrere Stunden lang ein Buch gelesen und er hat immer nur so, ist der nicht kalt? Ich friere schon, wenn ich dich ansehe. So, nö, mir ist voll warm. Ist sogar nicht kalt draußen. Also, saß im Schatten. Nicht mal 15 Grad. Mir war warm. War schön. Oh, bitte. Ich hab da kein Problem mit. Bin an irgendwem vorbeigerannt. Ach, da! Da ist Bingo. Bingo! Und Silber. Ich brauch Silber. So. Dieser unheimliche Wald macht mich nervös. Wir haben Ring der Blume gefunden. Ich bin ja erst kürzlich Abenteurer geworden und muss schon sagen, dass es mir schwerfällt, meinen alten Gewohnheiten und Bräuchen abzulegen. Ich fühle mich nicht wohl in diesem unheimlichen Wald und Ring der Blume ist trotz ihrer Jugend regelmäßig hierher gegangen und hat sich seinen Gefahren gestellt. Mit den Pilzen und Süßigkeiten muss sie ihre Geschwister ruhig gestellt haben. Briska hätte ihr diesen Ausflug niemals erlaubt. Ja. Vetter Bingo ist auch ein Abenteurer? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich mich das macht. Wisst ihr, dass ich immer meine Zweifel daran hatte, eine echte Boffin zu sein? All meine Brüder und Schwestern sind so langweilig und froh, wenn sie zu Hause sind. Möglichst weit weg von jeder Art von Aufregung. Esmeralda geht vielleicht im Krötensumpf tanzen, aber als ich ihr einmal vorschlug, in die Mückenwassermoore hinter Bre zu gehen, um dort zu tanzen, hat sie sich geweigert. Sie hat gedroht, es unserer Mutter zu erzählen, deshalb habe ich sie nicht gedrängt.
Aber das ist nicht. Aber ist das nicht langweilig? Kommt drauf an, ne? Ringelblume fuchtet mit Schwert und Schild herum. Hat die denn ein Schwert? Ah, doch. Ein Schild hat sie, aber ich glaube kaum, dass das ein Schwert ist, was sie trägt. Ich habe dieses Schwert aus einem Ast gemacht, diesen Schild aus einem Wolfsbau geborgen, als die Wölfe nicht zu Hause waren. Ich hätte nicht gedacht, dass ein anderer Boffin so etwas tun würde, aber wie sich jetzt herausstellt, ist Vetter Bingo auch ein Abenteurer. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich mich das macht. Aber wie dem auch sei, ihr kommt gerade richtig. Ich habe ein seltsames Wesen im Wald getroffen und es hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Ihr könnt auch mitkommen, wenn ihr mögt. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es hatte gelbe Stiefel an und meinte, sein Haus befände sich gleich nordöstlich von hier. Wer kann das nur sein, der im alten Wald haust? Wir gehen aber noch nicht in die Richtung. Müsste, meine ich, die Quest sein. Gucken wir aber das hier einmal an. Oder... Wo ist das denn? Okay, das ist da. Waldfledermäuse. Habe ich noch gar nicht genug. Okay. Dann holen wir uns noch die Fledermäuse. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja. Also noch zwei Fledermäuse. Und dann können wir einmal kurz ins Bockland zurück. Okay, hier ist nichts. Nicht mal eine Blume. Schade. Hätte ich jetzt gedacht, dass hier vielleicht noch so ein Blümchen ist. Da vielleicht? Nee. Okay. Also, Sackgasse. Das meine ich übrigens mit Verlaufen. Hier gibt es mehrere solcher Wege, die einfach im Nichts enden. Nein! Oh Gott, das ist doch... Es ist doch zum Mäusemaken. Ich weiß echt nicht, was mit den Servern los ist. Vor allem, ich möchte gar nicht in die großen Städte gehen, die jetzt schon Richtung Endgame gehen. Da müsste man ja alle 5 Minuten stehen bleiben. Wenn nicht sogar alle 2 Minuten. Oder in Dungeons. Wenn man dann in Dungeons stecken bleibt. So mitten im Bossfight. Nett. Aber die Viecher können sich auch nicht weiter bewegen, ne? Nee. Die flattern auch nur vor sich hin. Aber das hier öffnet sich. Das ist schon mal gut. Wieder? Nee. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Ach ja. Und, was habt ihr so die Woche vor? Irgendwelche besonderen Pläne bei euch, was ihr diese Woche so treibt? Habt ihr jetzt alle mögliche Zeit der Welt, mir davon zu berichten? Ich hab grad Zeit. Ich kann mich erstmal wieder nicht bewegen. Aber gerade spinnt auch das Internet wieder. Geht es wieder? Bin ich wieder da? Beziehungsweise war ich weg? Also bewegen kann ich mich immer noch nicht. Ich antworte gleich. Ich habe nur Angst, dass das Internet jetzt wirklich weg war. Bin ich wieder da? Warte mal. Machen wir gleich einfach Trick 17. Insbesondere das Übliche. Ja.
Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass du irgendwas geplant hast, Dufte. Aber das ist ja eigentlich auch mal schön, mal nichts vorzuhaben, oder? Oh, ich kann mich wieder... Juhu! Ich kann mich wieder bewegen! Ja, ich weiß nicht, was heute mit dem Internet los ist. Aber, ja. Solange es dann immer wieder funktioniert, ist ja alles gut. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast, aber... Man muss ja nicht immer was vorhaben. Ich habe gestern 20 Mal Silio für meinen letzten Wolf gefarmt. Bin 6 Mal droppen sehen, kein Mal bekommen. Oh, das tut mir leid, Hybrid. Ja, da muss ich mich diese Woche auch noch ansetzen. Oder müssen nicht, aber möchte ich. Möchte mich diese Woche noch ansetzen. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich es. Vielleicht mache ich es auch im Stream. Mal gucken. Aber im Stream würde ich es halt nur machen, wenn ich eine Truppe zusammenkriege. Weil ohne Truppe kann das, glaube ich, eine sehr lange Nacht werden. Ich plane es eigentlich, die Interviews, die ich gemacht habe, zu Ende zu cutten. Aber es ist eigentlich alles wie immer. Ah, okay. Klingt aber trotzdem cool. Ich müsste mich auch wieder ans Bearbeiten setzen. Ich habe letzte Woche ja relativ viel sogar gemacht. Ich darf mich auch wieder bewegen, wie ich will. Ich habe zumindest, ich glaube, 3 Streams. 3 Streams habe ich geschafft zu bearbeiten. Ist aber bei weitem noch nicht alles. Also ich glaube, ich habe noch Stream-Material vom Februar. Also wo ich also fast vom Anfang der Zeit, wo ich gestreamt habe. Also, ich hab da noch ein bisschen zu tun. Und eigentlich, also wirklich eigentlich, wollte ich auch mal so ein Best-of zusammenschneiden. Wenn die gute Mutter Zeit nicht dazwischen kommen würde. Das ist ja mega viel noch. Ja. Also ich glaube, ich habe rund 5 Terabyte noch an Videomaterial. Und ich schneide schon jede Woche. Aus einem Stream kriege ich quasi 10 Parts. Ungefähr. Ja, sind immer so 10 Parts. Das Schlimmste ist halt, die ersten Streams waren halt immer so 10, 15 Stunden lang. Und das zu bearbeiten. Frisches! Müsst ihr nicht arbeiten? Aber schön, dass du reinsteckst. Ich hab. Frisches! Ich hab von unserem kommenden Wochenende schon berichtet. Voller Stolz. Was wir vorhaben. Und. Das weißt du genau. Du Helm, du. Und ich habe es jetzt endlich nach 4... Also, gut, jetzt ist es ja schon eine Weile. Ich habe es endlich geschafft, den Stream zum Laufen zu kriegen. Nur unser Internet spinnt ein bisschen. Ist jetzt schon 2-mal abgebrochen. Aber so, es passt eigentlich. Ist Gott sei Dank immer schnell wiedergekommen, das Internet. Aber ich hoffe, bei dir auf der Arbeit läuft es gut. Mein Engelchen. Wir sind gerade am Fledermaus töten. Und lungern so ein bisschen im alten Wald rum. Wir machen so ein bisschen die Fledermäuse und Spinnen und Wölfe unsicher. Nur ganz klein bisschen. Super. Super. Wie lange musst du denn heute noch arbeiten? Beziehungsweise, wann darf ich ungefähr mit dir rechnen? So, vielleicht steht er schon vor der Tür. Mach das. Und fahr nachher vorsichtig, wenn du nach Hause kommst. Lass mir keine Klagen kommen.
Bin so 18 oder 19 Uhr. Okay. Da habe ich ja noch ein bisschen. Beziehungsweise wahrscheinlich mache ich ein bisschen länger, wenn es okay ist. Dadurch, dass ich heute später angefangen habe. Und ich noch nicht weiß, wie oft das Internet jetzt so abkackt. Hallo. Bis Würsing! Lauf, meine teure Ziege, lauf! Du hast mich viel Nerven gekostet. Also ein Vorteil hat dieser Charakter ja, ne? Ich werde ihn niemals löschen, wegen dieser Ziege. Es hat seine Vorteile. Ich komme nicht mehr in Versuchung, diesen Schaf zu löschen. Nein, weg. Oh, verfolgst du mich noch? Hau ab. Ich will das Hügelgräber-Eisen haben. Der Scheiß, also ziegreich. Ja. Ich habe wohl eine kleine Ziege zu Hause. Ich hoffe, du meinst nicht mich. Weil dann gibt's nachher Ärger. Aber noch viel Erfolg auf der Arbeit, mich hat's. Ziege zu Hause. Ja, ja. Komm du mir mal nach Hause, junger Mann. Frechheit. Es bieten lassen muss. Jetzt verlassen wir erstmal ganz kurz den alten Wald. Ich find's so mega cool, dass sie hier diese Hecke halt mit reingemacht haben, ne? So wie es halt auch in den Büchern ist. Das ist so cool. Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt. So. Also, Stufe 19. Danke. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Was manche Leute sich rausnehmen. Yep. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Nein. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? So, jetzt habe ich hier einmal... jetzt muss ich aber ganz kurz in meinen Guide wieder reingucken. Ah ja, sehr gut. Dann nehmen wir doch das hier einmal. Rune der Wiederherstellung. Bringt die Fertigkeit Rune der Wiederherstellung. So. Platziert einen heilenden Runenstein auf der Erde. Na, verbündene Halt. Okay. Muss ich einmal so machen. Also ich will einmal die normalen Heilzauber packe ich einmal nach da. Und die Sachen packe ich auch einmal nach hier hin. Dann habe ich der nämlich alles für die Kommandos. Warte mal, was habe ich hier eigentlich bekommen? Effekt die Gefährtengruppe innerhalb von 15 Meter wirken. Okay. Das ist auf einzeln. Das ist auch einzeln. Ja, dann packe ich hier oben Gruppe hin und hier packe ich die Einzelsachen hin. Halt anfänglich ist auch einzeln. Okay, müsste eigentlich. Ich hoffe. Ja, müsste eigentlich passen. Verfügbare Aufgabe: einsame Lande. Jo, nehmen wir einmal an. Sieht's hier aus? Platz habe ich noch. Ah, okay, ist schon. Ist schon alles fertig. Also voll.